Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von The Forest. Ja, wir haben wieder mal Hunger. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Fleisch auf Tasche. Und dann würde ich sagen, ganz schnell eben was zu essen und zu trinken machen. Und dann hatte ich heute mal vor, wieder ein kleines Stückchen mich in die Welt hinauszuwagen. So. Und Fleisch. Legen wir mal beide drauf. Können wir uns gleich auch noch mal ein paar Schildkröten sammeln. Ah, wir haben da noch Holz, wie ich es gerade sehe. Können wir das auch eben ganz schnell hier verbauen. So, sobald das Fleisch auch hier fertig ist. Ja. Essen haben wir gefressen. Und weiter auch. Wir haben hier ja noch Holz auf der Ladefläche. Dann verbauen wir die mal. Ich hab total vergessen. Aber sobald wir die verbaut haben, gehen wir mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Beziehungsweise in einen der anderen Höhlen da hinten, mal in die Richtung. Oh. Den machen wir auch zuerst mal leer. Oh, das war knapp. Bin auch gespannt, wie das dann fertig endlich aussieht, hier das Gebäude, diese Festung. So. Ausdauer auch schon wieder am Arsch. Natürlich, was noch sonst? Schon. Und die Wand haben wir. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich wieder ein bisschen Leben verliere wegen dem Sprung. War schon letztes Mal ganz schlimm. Ganz schön dumm. Komm, geh durch. So. Sind aber auch schon ordentlich hier am Springen. Geronimo, einmal auswaschen. So, das ganze Blut ist noch weg von der Axt. So, ich mache mir mal eben eine Energy-Dose hier auf. Einen Moment. Um dich hier auch während des Zockens nicht verdurste. Oh. Aber lasse ich hier mal links von mir.
Den. Geronimo. So, das nur noch ein paar Mal laufen, dann können wir rüberfahren und noch mal ein bisschen so versuchen, zu einem der anderen beiden Höhlen da zu kommen und da mal ein bisschen zu erkunden. Denn voran müssen wir auch mal kommen. Und dann würde ich sagen, im Anschluss zu dieser Folge mache ich auch endlich mal diese lang angekündigte dritte Extra-Folge, die schon, keine Ahnung, wie viele Folgen schon versucht hatte aufzunehmen, aber immer irgendwie was dazwischen kam und so. Und dann hat es einfach zeitlich nicht mehr gepasst und dann musste ich doch normale Folgen draus machen. Und dann mache ich dieses Mal ein bisschen noch erkunden, versuche ich zur Höhle zu kommen. Nachdem ich die letzten 6 Baumstämme da eingebaut habe. So. Fertig. Jo. Letzte 4 Baumstämme. Ja, wenn wir gleich rüberschippern, müssen wir erstmal aber auch uns was zu essen machen, ganz schnell. Was ich auch am Überlegen bin, ist vielleicht einmal die komplette Insel zu umrunden, so mit einem Boot. Um zu schauen, was gibt's denn da alles noch. Denn die Map hier, die zeigt ja nicht viel. Ist aber auch interessant, wo wir angezeigt werden, wo wir stehen, mit der Nadel. Obwohl so auch nicht ganz stimmt. Da sagt ja, wir seien irgendwo da. Da irgendwo. Sind wir aber nicht. So, die letzten beiden Baumstämme. Schon windig. So. Dann können wir jetzt mal rüber. So, und geben den Rückwärtsgang ein. Und spielen für unterwegs ein bisschen Musik. Haben wir das Fleisch? Nein! Haben wir nicht. Wir müssen doch da unten irgendwo sein.
ein Stück Fleisch gesammelt, ja. Kleines Stück nasses Fleisch. Auf jeden Fall. Irgendwie feiere das mit Kassetten. Ist mal ein bisschen Abwechslung zu dieser vielen Dystopie hier. Auch mal so ein bisschen Musik zu haben. Schade, die Musik ist wieder vorbei. So, da sind wieder Schildkröten. Wenn wir gleich eben einen Zwischenstopp machen. So, die Nachbarskinder schreien draußen wieder rum. So. Haben wir den? Ja, den haben wir. Dann können wir eben noch mal zwei Stück braten. So. Nee, nee. Und dann noch mal eine Schildkröte. Dann können wir gleich die hier essen und spielen mal eine der anderen Kassetten ab. Den hier. So. So, und dann eben noch mal einen Schluck. Und dann können wir wieder weiter paddeln. Ne, auf die Insel wollen wir nicht. Wir wollen nach da hinten.
Wie der uns nebenher liegt. Irgendwie ein bisschen wie in Assassin's Creed Odyssey. Mit Icarus. So, das müssen wir einmal umschiffen. Ah, da sind sie. Da sind die Ureinwohner wieder. Hey, hier bin ich. Ja, und weg sind sie. Weg sind sie wieder. Ah, da kommen sie wieder. Haben die mich gesehen? Wollen die zu mir? Oder rennen die einfach so dumm umher? Ein Grauer ist auch noch dabei. Grauen, vor denen fürchte ich mich am meisten von denen. Also von den normalen von denen. Bei den Grauen habe ich so das Gefühl, die sind deutlich stärker, was Schläge und auch hier Einstecken angeht. Wenn deutlich mehr Einstecken und deutlich stärkere mehr Damage geben und so weiter. Eine Höhle? Fängt wieder an zu regnen. Geil. Wenn wir uns eben noch mal einen Schluck, dann kann sie das in ganzer Ruhe wieder hier auffüllen. Da ist ein Koffer. Gibt wieder was zu looten. Hm? Da ist wieder einer. Wo rennen die hin? Geil, wenn es da jetzt auch noch eine Höhle gäbe. Wo rennen die genau hin? Gibt es hier irgendwie was? Die rennen ja immer nur hier hin und her. Das sieht so aus, als gäbe es da irgendwas. Sehr scheint die noch nicht wiederzukommen. Na, hier gibt's nichts.
Wie, Regen schon vorbei? Ja, das finde ich jetzt echt schade, dass ein Regen einfach aufgehört hat. Ja, schippern wir weiter um die Insel herum. Das Boot ist ja eh markiert, wo wir das immer abstellen. Also brauchen wir uns da auch gar keine Sorgen zu machen, ob wir es mal verlieren oder so. Finden tun wir so oder so wieder. Ah, jetzt wird's dunkel. So, wo genau befinden wir uns eigentlich laut der Karte? Da unten. In diesem kleinen Zipfel. Wie weit müssen wir jetzt drumherum in die Insel? Aha, da rennen die wieder. Kuckuck, hier bin ich. Hey. Hey, yo. Kuckuck. Kommt schwimmen. Nicht. Solange es noch keine fliegenden Dinger von denen gibt, bin ich heilfroh. Warte, ist das nicht das Boot da hinten? Nach dem Boot aus. Bei dem wir vor einigen Folgen schon waren. Oder sieht das nur so aus, weil es dunkel ist? Ne, ist das Boot. Dann können wir auch einmal vielleicht kurz noch ins Boot gehen. Und mal schauen, ob es dann noch irgendwas gerespawnt hat an hier an Items, so wie irgendwelchen Drinks, Alkohol, keine Ahnung. Vielleicht neue Kassetten. Vielleicht ein Kassettenspieler. Ach, hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir so rum. Ja, das ist das Boot. Lass mal dahin. Obwohl, wir müssen auch langsam wieder essen. Ja, ich habe Hunger und muss was zu essen finden. Natürlich. Wie kann es denn auch anders sein? Hm? Oh, da sind zwei Patrouillen. So,
Machen wir uns eben ganz schnell was zu essen. Dann springen wir rein. Nun gibt es auch noch mal ein paar Schildkröten. So das Essen ausgehen. Ja, das mit dem Regen war jetzt enttäuschend. Nicht wirklich nachgefüllt hat. Hier bin ich. Hey. Joho. Komm her. Dann noch was bei dem da? Das ist nur vom Baum verwirbelt. Oh, Essen ist fertig. So, können wir da. Ja. Ja, Münzen. Die nehmen wir mit. Alkohol. Stimmt, den Code haben wir hier immer noch nicht. Aber. Luftflaschen, Snacks. Die gibt es zum Glück hier noch. Und hier können wir auch uns gleich schlafen legen. Das war's. Er hat nichts gerespawnt. Ach, hier gibt's Seil. Und hier gibt's nochmal Seil. Ich will das Seil haben. Jetzt haben. Okay, da geht nicht hin. Sag mal. So, dann würde ich sagen, wir warten eben. Ja, wir können pennen. Wir können pennen. Five-Star-Hotel, Errungenschaft. Oh, und jetzt sind wir am Verdursten, natürlich. Und am Verhungern. So. Komm schon, beeil dich mal. Ja, Essen ist fertig. So, ich würde aber sagen, da wir ja schon eine halbe Stunde am Reisen sind, dass wir in der nächsten Folge den Weg weitermachen zur Höhle. Und dann werden das halt ein paar Folgen mehr sein. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ciao.